Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo Community, hier sind wir von Trader Online Video. Julian. Tag. Und ich, der Micha. Ja, und wir zocken heute zum letzten Mal im Stream Ikoria Constructed. Wir haben uns ja Decks gebaut. Und zwar spiele ich jetzt diesmal mein Menschendeck. Ja. Gegen dein? Cycle Deck, ja. Im weiteren Verlauf des Tages wird ja wieder 4 Matchups geben. Entsprechend Jenna kommt nachher noch mit dazu. Wird Jenna dann auch gegen dich spielen mit dem Standard Agro Rakdos Deck. Ja, okay. Also wird also laufen, das Standard Agros Rakdos Deck, was du auch auf Video vorgestellt hast, wird auch nochmal gegen dein Cycling Deck laufen. Dann soll das auch nochmal gegen das Mutationsdeck laufen. Genau. Meine Menschen sollen auch nochmal gegen dein Standard Deck laufen, weil ich einfach Bock habe, das Menschendeck zu spielen jetzt. Und dann final nachher soll, dann ist, spielt Jenna dann nochmal entweder mit dem Menschendeck oder mit dem Bedrohlich-Deck. Auf jeden Fall bringen wir diese beiden Decks von mir auch nochmal gegeneinander. Das wird viel Spaß bereiten. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß, aber wir würfeln jetzt erstmal, wer anfängt im ersten Duell des Tages. Hoch eine 7. Eine 3. Ja, möchte ich anfangen. Gut. So. Ah, guck, da kommt. Fängt schon wieder an, die ganzen neuen Hüllen. Geht schon wieder los. So, hier. Mhm. So, so soll es sein, ja? Passt. So, okay. Gut, so. So, ich habe den Menschenwerk ja noch gar nicht gesehen. Okay. Ja, du siehst jetzt gleich. Was das so kann. Ja, es ist auf jeden Fall cool. Aber ich hoffe, dass ich auch mal cool Land ziehe, damit ich auch cool spielen kann. So, erstmal selber wieder mal ein bisschen gucken. Ja, ich halte mal. Ich nicht. Gut. Das ist nicht so gut. Mhm. Die Menschen ist auch so ein Thema, das hat mich in Ikoria angesprochen. Eine Schlüsselkarte gesehen und gesagt, so, oh, muss ich spielen. Das ist der General. Den siehst du nachher noch. Ja, der ist einfach super. Einfach cool Card. So. Okay. Dann zieh mal. London Mulligan hier. Am Start. London Mulligan, also 7 Karten wieder auf die Hand. Und wenn er keinen weiteren Mulligan nimmt, muss er eine Karte auswählen und unter die Bibliothek legen. Und er sieht sehr zufrieden aus, wie ich sehe. Also Julian spielt sein Cycle Deck. Da kann er sowieso alles wegwerfen gleich hinterher. Mal gucken, ob die Menschen da schnell genug sind. So soll es sein? Ja, dann schon mal. Okay, dann kommt bei mir eine Ebene und du bist dran. Zieh ich. Du spielst ein Gefährt noch, ne? Musst du mal sagen. Genau. Ich spiele Lurus aus der Traumhöhle. Kostet ein beliebiges und dann Hybrid Weiß-Schwarz zweimal. Ist 3-2 und als Gefährte muss ich jede bleibende Karte in meinem Startdeck. Hat umgewandelte Mana-Kosten von 2 oder weniger. Also das sind die Voraussetzungen. Und dann hat er Lebensverknüpfung. Und während jedes deiner Züge kannst du einen bleibenden Kartenzauberspruch mit umgewandelten Mana-Kosten von 2 oder weniger aus deinem Friedhof werfen. Mhm. Und wenn du den Gefährten jetzt sprechen willst, musst du ihn erstmal für 3 auf die Hand nehmen. 3 beliebige Mana auf die Hand nehmen. Ne? Ja, das ist geändert. Gut. Da geht's weiter. Bei mir kommt ein Sumpf dazu. Und dann zack, für 2 kommt der erste Mensch. Vollstrecker des Generals. Stärke 2, Widerstandskraft 3. Legendäre Menschen, die ich kontrolliere, haben Unzerstörbarkeit. Und für 4 Mana schicke eine Karte deiner Wahl aus einem Friedhof ins Exil. Falls es eine Kreaturenkarte war, erzeuge einen 1-1 weißen Menschsoldaten-Kreaturenspielstein. Okay. Dann bist du. Dann ziehe ich. Spiele eine Ebene und spiele einen tapferen Retter. Ja. 3-1 und immer wenn ich das erste Mal in einem Zug eine andere Karte umwandle, erzeuge ich einen 1-1 Menschen. Und umwandle 2. Dann bist du. Okay. Ja, das Zauberenergie kommt da gut hinterher. So. So. Mhm. Gut. So, ja, dann kommt er jetzt auch. Jetzt schon. Drei Mana General Kudro von Dranit. Stärke 3, Widerstandskraft 3, legendäre Kreatur Menschsoldat. Der sagt, andere Menschen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1. Immer wenn General Kudro von Dranit oder ein anderer Mensch unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, schicke eine Karte deiner Wahl aus dem Friedhof eines Gegners ins Exil. Und für 2 Mana opfere 2 Menschen, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke 4 oder mehr. Selber hat er 3-3.
Verstärkt jetzt den Vollstrecker des Generals. Der ist jetzt dadurch 3-4. Und greift man. Ach, krieg ich 3 Schaden. Gut, dann bist du dran. Dann toppe ich. Sehr. Für 1 cycle ich Gier nach Blut. Ja. Kriegen Menschen. Mhm. Durch den tapferen Retter und ziehe eine Karte. Dann bist du dran. Okay. Zieh mal. Spreche noch eine Ebene. Für 3 Mana kommt bei mir eine Lavagrund-Glücksritterin. Die ist ein Mensch und triggert seinen Effekt. Immer wenn General Kudru oder ein anderer Mensch unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, schicke eine Karte deiner Wahl aus dem Friedhof des Gegners ins Exil. Dann geht mal die Karte ins Exil. Genau, so. Sie selber hat Stärke 3, Widerstandskraft 3 und sagt, sowie die Lavagrund-Glücksritterin ins Spiel kommt, bestimme gerade oder ungerade, 0 zählt als gerade, ich bestimme gerade. Zack. Die Lavagrund-Glücksritterin hat Schutz vor allen umgewandelten Mana-Kosten des bestimmten Merkmals. Das heißt, der Token könnte nicht blocken und dein tapferer Retter könnte auch nicht blocken. Sie hat jetzt durch die anderen Effekte hier, durch andere Menschen, die kontrollieren, wäre das momentan ein 4-4er. Ne? Gut, dann wollen doch mal die beiden angreifen. Wollen die beiden angreifen? Ja, die wollen beide angreifen. Wir wollen immer draufhauen bei deinem Cycle Deck. Ich darf dich nicht dich zu sehr aufbauen lassen. Wir kommen mal rüber. Ja, block ich mal, ne? Mhm. Kommen 3 durch. So, der Menschentoken geht. Und dann gebe ich ab. Ende deines Zuges. Hätte ich da nochmal Tatzensprungkrater. Ja. Und jetzt hat mir einen Menschen und ziehe eine Karte. Okay. Dann gehe ich in meinen Zug. Tappe, ziehe eine Karte. Spiel eine Ebene. Spiel für 2. Ein dranitischen Heiler. 2-2. Immer wenn ich eine andere Karte umwandle, halte ich einen Lebenspunkt dazu. Dann. Bist du dran. Okay. Dann tapp ich mal. Zieh ich mal. So, so. Mehr Zauberenergie. So. Gut. Ja, dann möchte ich doch mal angreifen. Und bevor du angreifst. Ich möchte meinen Angriff übernehmen. Ja, genau. Ja. Möchte ich erstmal nochmal verblüffende Verwandlung cyclen. Und noch Menschen machen. Ja. Und eine Karte ziehen. Okay. Jetzt. Jetzt? Kannst du machen. Gut. Dann bin ich ja wieder in der Main. Ne? Dann machen wir es mal so. Für 3 bringe ich noch eine Lavagrund-Glücksritterin rein. Die hat auch wieder Schutz vor gerade, weil ich hier nur gerade Sachen sehe. Ne? Ja. Gut, dann, weil sie ins Spiel kommt, kommt der Effekt vom General Kudro zum Tragen. Ich darf eine Karte entfernen und dann nehme ich mal, weil du keinen Blau hast, nehme ich hier die andere rote weg. Ne? Ja. Ist ja aus dem Friedhof entfernt. Dann kommt mein Angriff und dann kommen mal diese 3 Schatzis vorbei. Er hat 4-4, er hat 3-3, er hat 3-4. Du hast 2 Mana auf. Ich
durch ihn. Wieso? Weil ich ja vorher noch gezeigt hatte. Aha. So. Das ist wieder einer dieser Momente. Ja, ey, du hast... Ja, ich weiß ja, dass du was auf der Hand hast. Ach so. Ja, zwei Karten habe ich. Zwei Karten habe ich auf der Hand. So. Gut. So, ja. Okay. Dann sterben deine beiden Kreaturen und dein Mensch stirbt. Das ist der Moment, wo Julian merkt, realisiert, dass der Vollstrecker des Generals, der dem General Unzerstörbarkeit gibt. Weil legendäre Kreaturen sind unzerstörbar. Ja. Und zur Strafe bekommen wir nochmal 4 Punkte Schaden. Ja, wenn ich nicht nachdenke. Mhm. Ah, durch Schmerzen lernt man. Das war jetzt ein harter Fehler. Ja. Gut, dann bist du. Das war ziemlich dumm von mir. Das war ziemlich, ziemlich dumm von mir. Kannst du ein bisschen cyclende Leben machen. Ich bin Gedeihen und Fuchs. Mhm. Immer wenn ich eine Karte zeige, lege ich eine 1-1 Mark auf und drauf. Dann spiele ich ihn nochmal. Ja, jetzt geht's los. Und dann zeige ich, geh nach Blut. Kriegen Menschen. Ja. Und die Fuchsis werden größer. Die werden größer. Zieh eine Karte. Dann bist du dran. Okay. Ah, oh, das ist jetzt echt hart. Die sind ungerade, sind die, okay. Gott sei Dank. Die Mana kosten. Das ist die einzige Karte, die ungerade ist von Kreaturen her. Warte, das ist, glaube ich, sogar die einzige Karte, mit der ich so die Lava und Glücksgötterin wegbekomme. Das geht nur mit der. Ja. Mit dem wir dann fixen. Für 3 Mana spreche ich abgeriegelter Zufluchtsort. Das ist eine Verzauberung, die sagt, Menschen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1. Super. Und für 2 Mana und tappe 2 ungetappte Menschen, die du kontrollierst, tappe eine Kreatur deiner Wahl, die einen Gegner kontrolliert. Dann möchte ich mal in meinen Angriff übergehen. Ja, darauf möchte ich reagieren. Und nochmal gerne auf Blut cyclen. Ja. Noch ein Mensch. Noch eine Marke. Ja. Noch eine Marke. Eine Karte. Gut. Dann. Ja, dann mach ich mal. Okay. Gut, also mein Mensch hier, Sat 2-3, ist der jetzt 4-5. Der General ist 4-4. Und meine Lava-Grundlüsterinnen sind beide 5-5. Dann greife ich mal an. Und meine Lava und Glücksritterin haben Schutz vor gerade beide. Alle Menschen wollen kommen. Sonst habe ich auf lange Sicht gegen dich, glaube ich, keine Chance. Nimm alles. Hast nur 11. Schluck es, Junge. Schluck es. Ja, dann bin ich ja tot. Richtig. Er hat immer noch 3 Mana offen. Er hat doch bestimmt irgendwie so ein Spell, dass eine Kreatur von ihm unzerstörbar bekommt. Ein Mensch. Ah, zack. Ja, die beiden Menschen werden reingeworfen. Die haben alle nicht Trampelschaden, ne? Ne, da trampelt nichts. Die machen 10 Schaden. Aber die beiden Boys haben 5-5. Die machen, würden 10 Schaden machen, ja. Das ist viel. Ja, die Menschen müssen sich langsam aufbauen. Das ist ziemlich doof. Weil wenn du den Zauberspruch hast, könntest du ja einfach einen von denen stärker machen, dann wäre ich tot. Das werden wir dann ja gleich sehen. Soll ich auf Risiko gehen? Keine Ahnung. Ja, komm, ich nimm's. Du nimmst es?
Na, Konter, Konter. Du nimmst es, sagst du. Ja, dann kriegst du mal 10 Schaden. Und deine beiden Menschlein sterben hier. Ne? So, dann kommt bei mir so, noch... Sonst aber jetzt nicht. Für 3 Mana kommt noch ein Grenzfeldwebel. Stärke 3, Widerstandskraft 2. Immer wenn der Grenzfeldwebel angreift, erhalten andere Menschen, die du kontrollierst, +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Trigger vom General. Ich darf eine Karte bei dir entfernen mit Psyk aus dem Friedhof. Da nehme ich mal den dranitischen Heiler nämlich weg. Ich krieg dir sowieso nicht aus dem Friedhof raus. Egal. Aber auch für deinen Zenit nachher oder sonst irgendwas, ja. Dann einfach weniger Umwandlungskarten im Friedhof. Ja, das ist halt richtig fies, ne? Ja, dann und bist, die ist auch dann bist fies. Du dran. Das heißt, ich kann einfach nicht... Die Lavagrundglücksritterin, ja. Mhm. Ah, die ist ziemlich gemein. Mhm. Gib ihr mal. Ja, du kannst dich jetzt ja hochzüchten hier ein bisschen. Aber ich glaube, ich hab dich jetzt. Wir werden sehen. Einfach immer draufhauen hier. Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Ja, warte mal, du hast mich so oder so. Weiß nicht, werden wir gleich sehen. Keine Ahnung. Hast du? Naja, weiß nicht. Ja, ja klar. Spiel, hast du Junge, Spiel. Ja, dann. Spiel. Ich zeige dir die dranitische Feuerstiche an. Ja. Um mir einen Menschen zu machen. Ja. Marke. Marke. Ja. Eine Karte zu ziehen. Okay. Dann zeige ich den Tatzensprungkrater. Ja. Für eine Marke. Für eine Marke. Karte ziehen. Und dann Menschen, oder? Nö. Musst du für Mana bezahlen? Achso, das kommt nur einmal, das ne? Ist nur verstehe. Einmal im Zug. Ja, alles klar. Okay, verstehe. Das ist ja gut. Ja, dann bist du dran. Dann bin ich dran. Okay, du kannst dir gleich nochmal einen Menschen machen, ne? Richtig. Das kannst du immer einmal machen. Ja, ne? Wenn ich. So. Okay. So. Jetzt hier. Okay. Gut. Ich greif dich einfach an. Du musst ja. Ich greif dich einfach an. Komm drauf. Ich tapp dir nichts weg. Ich will draufhauen. Angreifen wollen wir. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, für eins. Mhm. Zeigle ich den dranitischen Heiler. Ja. Mach mir einen Menschen. Mhm. Und eine Marke. Mhm. Und eine Marke. Mhm. Und eine Karte. Mhm. Zeigle den dranitischen Heiler. Mhm. Für eine Marke. Mhm. Und eine Marke. Mhm. Und eine Karte. So. Ja, jetzt muss ich ja hier mit den Füchsen die. Zack. Zack. Die Glücksritterinnen blocken, ja. Genau, die Glücksritterinnen blocken. Die anderen muss ich ja mal. Warte. Die haben 4 Enden, ne? Also der Enden, hier bekommen meine, die haben 3-3, 4-4, 5-6 vorne. Also hier, der Lord bekommt +1 durch den angreifenden Grenzwebel und +1 durch die Verzauberung. Das heißt, der hat 5-5. Alle haben 5-5. Mehr als 4 Enden, ne? Alle haben mehr als 4 hinten. Das ja. Gleich 4. Er hat 4. +1/+1. Oder 4. Oder, ja, 4 und oder +1/+1 durch den ja, dann General. Ist ja kackegal, wie ich blocke. Ich muss ja sowieso. So, bauen. Dann habe ich jetzt endlich mal deinen Menschentokenmacher dann weggehauen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ob wir das denn so lassen wollen. Du würdest ja meine Glücksritterin töten. Ja. Und deine Füchse würden beide überleben. Mhm. Was wir ja nicht wollen. Das heißt, wir zahlen mal 2 Mana.
und ich opfere zwei Menschen. Also nutze seinen Effekt des Generals. Opfere zwei Menschen, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke 4 oder mehr. Dann kann ich entsprechend meine beiden Glücksritterinnen opfern, um einen Fuchs zu zerstören. Denn sie würden ja sowieso beide sterben. Ja. Ne? So. Was passiert hier? Hier stirbt dein Mensch. Ja, hier sterben alle bei mir. Hier stirbt, da sterben alle bei dir. Ja, das war gut. Okay. Gut, dann hast du also noch einen Fuchs. So. Second Main. Mhm. Ja. Für 3. Ruf des Todbrüters. Hexerei. Bringe bis zu 2 Kreaturenkarten deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten von insgesamt 3 oder weniger aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Ich bringe die Lava-Grund-Glücksritterin ins Spiel zurück. So, da sage ich, die hat jetzt Schutz vor Ungrade. Weil der Fuchs ja ungerade ist. Ne? Dadurch, dass ein Mensch reinkommt, darf ich eine Karte aus deinem Friedhof entfernen. Dann nehme ich den tapferen Ritter und entferne ihn aus dem Friedhof. Mhm. So, und lege eine Todesberührungsmarke auf sie, lege dann eine Bedrohlichmarke drauf. Also Todesberührung und Bedrohlichkeit gibt es auch noch. Okay, und dann bist du dran. Ziehe ich. Spinnebene. Also, du hättest letzte Runde schon gewinnen können. Ja? Ja. Wie? Indem du halt die Fähigkeit sagst, dass du zwei ungetappte, tappe zwei Menschen. Und dann tappst du zwei Menschen und tappst mir einen Fuchs. Und dann greifst du mit den beiden Lava-Grund-Glücksritterinnen an. Und dann muss ja eine durchkommen, weil ich die andere nicht blocken kann. Stimmt. Hast du aber nicht. Also, habe ich aber nicht. Also, habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Ja. Aber dafür tötet die jetzt. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na? Menschen gegen Cycling, für die, die gerade dazugekommen sind. Ikuria only. 20 zu 1. Julians letzter Zug. Okay, wenn ich das dann so mache, dann komme ich noch. Ich schieße dir mit dem Zenit deine Lava und Glücksrittern weg. Ja, was ist das für eine Karte? Was macht die? Zenit des Leuchtfeuers, Spontanzauber, fügt einem Ziel deiner Wahl x Schadenspunkte zu und du erhältst x Lebenspunkte dazu, wobei x gleich der Anzahl an Karten mit Umwandlungsfähigkeit in deinem Friedhof ist. Das sind 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Dann kriegst du ja 8 Leben jetzt, ja. Krieg ich 8 Leben. Mhm. Okay. Gut. Dann bist du dran. Okay. Das hat natürlich gezogen. So. Sträubt er sich doch noch hier. Ich will nicht sterben. Ja. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich schicke eine Karte seiner Wahl aus dem Friedhof ins Exil. 1, 2, 3, 4. Ich nutze die Fähigkeit des Vollstreckers des Generals. Schicke eine Karte deiner Wahl aus dem Friedhof ins Exil. Falls es eine Kreaturenkarte war, erzeuge einen 1-1-Mensch-Spielstein. Ich schicke den Lavagrund-Glücksritter ins Exil. Erzeuge einen Menschen. Ja, der jetzt automatisch 3-3 ist. Der jetzt automatisch, wenn er angreift, dann ja. Ne? Dann ist er sogar 4-3. Dann ist er sogar 4-3. So. Aua. Dann kann ich sagen, ich tappe zwei ungetappte Menschen, die ich kontrolliere, um eine Kreatur zu tappen, die ein Gegner kontrolliert. Und dann
greift der General und der Grenzwebel an. Ja, reicht das. Genau. So, er gibt anderen Menschen plus, also der Grenzwebel gibt dem General plus 1 und die Verzauberung gibt ihm auch plus 1, das heißt es sind 5 und der General gibt ihm plus 1 und die Verzauberung gibt ihm auch plus 1, also 10 Stück. Na, wieso habe ich das überhaupt gesagt? Ja. Dann ist das so. So ist es. Sieh es ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, gutes Match. Gutes Match. Gutes Match. So. Wieso habe ich das eigentlich mit der Karte gesagt? Ja, ich bin doch nicht blind. Ich habe das mit den Füchsen nicht gesehen. Aber natürlich ist mir die Option klar, dass ich das wegtappen kann. Ich habe das nur mit dem Schutz nicht gesehen. Ja, genau. Aber jetzt war ja keine Glücksfee drin mehr da. Ja. Super. Gut. Aber war ein schwerer Sieg, muss man ja sagen. Ne? Ja, du warst auf 20, ne? Also. Ja, ja. Aber ich hätte 16 Schaden schießen können. Deswegen kann das alles schon ziemlich schnell vorbei sein. So. 1x8 und dann nochmal. 60 Zuschauer schon fast. Hallo. Wir spielen heute Ikoria Constructed wieder. Für die nachgekommen sind, das geht hier so bis 18 Uhr. Ich spiele jetzt gerade mein Menschendeck, das ich noch vorstellen werde auf dem YouTube-Kanal. Julian spielt gerade sein Cycling-Deck, das ist ja schon auf YouTube vorgestellt. Nachher kommt Jenna noch dazu, die spielt dann wieder ihr Mutationsdeck. Ich zocke jetzt hier mal die Menschen gegen dich und auch gegen Jenna und nachher wird im nächsten Matchup wirst du mal dein Standarddeck rausholen, ne? Das Raktos Agro nochmal gegen die Menschen laufen lassen. Und mal gucken. Und final heute werden die Menschen nochmal gegen mein Bedrohlich-Deck laufen. Ikoria Only. Aber ich hoffe, es ist das Zeitalter der Menschen. Denn klappt ja eigentlich ganz gut, das Deck. Ja. Und das ist selbst gebaut. Super. Nur aus Ikoria. Ha. Toll. Ja. So. Jetzt müssen es nochmal zeigen, die Menschen. Die müssen es nochmal machen. Möchtest du dann anfangen? Ja, klar. Okay. Gut. Die anderen Duelle, die wir schon gespielt haben, die gehen ja immer auf YouTube hoch. Da könnt ihr auch immer gerne nachschauen, was da so gegangen ist und noch geht. Ich halte mal. So, auf Trader Online Videos das dann immer. Du hältst, sagst du. Was mache ich denn? Ich halte das auch. Dann fange ich an. Mhm. Und später an der Ebene. Dann musst du. Kann ich auch. Du. Ziehe ich Ebene und Tafaretta. Mhm. 3-1 und wenn ich das erste Mal in einem Zug eine Karte umwandle, erhalte ich ein 1-1 Menschen. Gut, gut. Sumpf. Vollstrecker des Generals. Stärke 2, Widerstandskraft 3, legendäre Menschen, die du kontrollierst, haben Unzerstörbarkeit und für 4 Mana schicke eine Karte deiner Wahl aus einem Friedhofsexil, falls es eine Kreaturenkarte war, erzeuge ein 1-1 weißen Menschen Soldaten. Kreaturenspielstein. Bitte. Dann tapp ich. Mhm. Ziehe. Eine super Karte, die du da hast. Ja. Spinne Ebene. Und zeige den Tatzensporn-Krater. Mhm. Erzeug einen Menschen. Hui. Und ziehe eine Karte. Dann bist du. Okay. Bei mir kommt eine Ebene und für 3 Mana Mythos von Netroi zerstöre eine bleibende Karte deiner Wahl, falls es eine Kreatur ist, auf den tapferen Retter. Darauf möchte ich reagieren und erstmal nochmal Gedankenverlust cyclen, ja. Um noch Menschen zu machen, ja. Und eine Karte zu ziehen. Ja, da geht er. Der Fortschrecker greift an. Block ich. Ja, dann bist du dran. Und tappe, ziehe eine Karte, spiele eine Ebene. Für 1 zeige ich mal Segen des Wunscherfüllers. Mhm. Dann würde ich mal sagen, für 3 nehme ich Loris auf die Hand. Ja. Und du bist. Okay.
Bei mir kommt noch ein Sumpf dazu. Greift dich der Vollstrecker an? Ja, komm, nehme ich einfach mal. Klar. Nimmst du die. Dann kommt für 3 Mana. Kommt eine Bastion der Erinnerung. Verzauberung. Wenn die Bastion der Erinnerung ins Spiel kommt, erzeuge ein 1-1 weißen Mensch-Kreaturen-Spielstein. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und du hältst einen Lebenspunkt. Dann bist du. Und habe ich ziehe eine Karte. Ich spiele ein Gebirge. Mhm. Und für 3. Urus. Ja. Traumhöhle. 3-2. Lebensverknüpfung. Während deines Zuges kannst du eine bleibende Kartenzauberspruch mit umgewandelten Mana-Kosten von 2 oder weniger aus deinem Friedhof jagen. Behältst der Torfabretter. Das ist natürlich ärgerlich. Mach ich doch nochmal direkt. Ja. Dann bist du dran. Okay. Gut, gut. Für 3. Noch eine Bastion der Erinnerung. Wenn sie ins Spiel kommt, bringe ich einen 1-1 Menschen rein. So, immer wenn eine Kreatur, die ich kontrolliere, stirbt, verliert lieber Gegner einen Lebenspunkt. Ich halte einen Lebenspunkt dazu. Dann greifen mal. Der hat Lebensverknüpfung, ne? Dann greift. Richtig. Stall mit Nettern. Kommt für 2 noch ein Offizier des Kontrollpunkts dazu. Stärke 1, Widerstandskraft 2 und für 2 Mana und ihn tappen, tappe eine Kreatur deiner Wahl. Dann bist du dran. Okay, dann enttappe ich. Zieh eine Karte. Spiel ein Gebirge. Mhm. Spiel für 2. Die dranitische Feuerstecherin. Ja. Immer wenn ich eine andere Karte umwandle, fügt sie dem Gegner einen Schadenspunkt zu. Mhm. Dann. Für 1. Ach, der Loris ist so stark. Zeig gleich den Frostschall-Hinterhalt. Mhm. Kriegst du einen Schaden? Ich bekomme Menschen. Ja, durch den tapferen Retter. Ja. Mhm. Dann für 2 spiele ich noch einen dranitischen Heiler. Immer wenn ich eine andere Karte umwandle, werde ich einen Lebenspunkt dazu. Ach Mann, ey. Dann der Feind auf dem Tisch ist auf jeden Fall der Lurus jetzt gerade. Weil er so einen starken Effekt hat, dass du einfach alles, was ich ins Friedhof bringe, wiederholen kannst. Finde ich gut. Ja, ja. So, komm. Removal. Gib mir Removal. Das ist nicht das Removal, das ich suchte. Ja, was tun wir? Was tun wir? Ja, einfach draufhauen, draufhauen, draufhauen. Die Menschen müssen ein bisschen gegen anstürmen, glaube ich. Ne? Aber wir sind noch zu schwach. Die Menschlein sind noch zu schwach. Für 3 Mana. Abgeriegelter Zufluchtsort. Menschen, die ich kontrolliere, halten +1/+1. Und für 2 Mana tappe 2 ungetappte Menschen, die ich kontrolliere, tappe eine Kreatur deiner Wahl, die einen Gegner kontrolliert. Das ist ja ungefähr das gleiche, was auch der Offizier des Kontrollpunkts machen kann. Deswegen nehmen wir mal lieber den Offizier. Ich tappe den Offizier, um den Lurus wegzutappen. Und dann greife ich mal die Menschen an.
Kann dann ewig warten. Die haben alle plus 1, plus 1. Ja. Ja, dann möchte ich für 1 Frostschleier hinterher cyclen. Du kriegst einen Schaden. Ich krieg ein Leben. Und ich krieg einen Menschen. Die machen alle 2 Schaden und der macht 3 Schaden, ne? Ja. Mit 4 hinten. Ja, und dann würde ich mal sagen. Das eigentlich. Du bist ausgetappt, ne? Ich bin ausgetappt. Dann würde ich mal sagen, mit 4. Block ich da. Das ist ja noch 4 Schaden, ne? Ja, die nehme ich. Okay. Gut. Dann verteile ich 4 Punkte Schaden. Ja, die töten deine und deine töten meinen. Hm? Ja. Okay. Gut. Du bekommst 4 Punkte Schaden. 4. Dann ist mein Fortschreiter des Generals gestorben. Das triggert die Bastion der Erinnerung. Das heißt, immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und ich erhalte einen Lebenspunkt dazu. Das ist mal 2 und ich bekomme 2 Lebenspunkte dazu. Okay, dann bist du dran. Dann enttapp ich. Ziehe eine Karte. Spiel ein Gebirge. Und für 2 spiele ich den planetischen Feuerstecher. Aus meinem Friedhof. Dann für 1. Tatzensprung, Krater, Cycle. Ja. Ich einen Menschen. Ja. Leben. Ja. Und einen Schaden. Und ich ziehe eine Karte. Für 2. Ich noch einen tapferen Retter. Ja, okay. Toll. Dann greife ich mal an. Mit Luros. Ja. Den tapferen Retter. Den Heiler. Ja. Ja, mit denen. Okay. Das wären dann 6, 7, 8 Schaden. 8 Schaden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nicht schön. Dann bist du. Okay. Da hast du dich, glaube ich, schon zu stark aufgebaut bei mir. Ich hätte hier. Ich habe überlegt, ob ich die Hand halten soll, weil ich hätte zu wenig Kreaturen und zu viel Verzauberung. Die nützen mir nichts, wenn ich keine Kreaturen habe. Die Verzauberung soll eigentlich später kommen. Lifelink. Aha. So. Gut. Ja, die Runde wird an dich gehen. Da können wir. Ja, klar. Krieg ich nicht mehr. Krieg ich nicht mehr gedreht. Ja. Für 3 Mana kommt noch ein abgeriegelter Zufluchtsort. Die Menschen werden noch mal stärker. Und dann greifen dich. Alle an. Ja, dann würde ich mal sagen, für 1 zeige ich den Frostschleier Hinterhalt. Erzeug 2 Menschen. Ich kriege ein Leben. Du kriegst einen Schaden. Ja. Dann blocke ich mit jeweils ein. Okay. Gut, dann für 3 Mana spreche ich Ruf des Todbrüters und hole mir den Vollstrecker des Generals zurück ins Spiel. Mit einer Bedrohlichkeitsmarke und einer Todesberührungsmarke. Aber das wird mich, glaube ich, wohl nicht retten. Dann bist du. Warte, ich habe noch keine Karte gezogen. So. Du musst deine Trigger selber im Auge halten. Ja. Mach ich ja. So, dann zieh ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ah ja. Wir kommen Red. Ja, für 1 zeige ich den Fuchs. Ja. 2 Menschen. 1, 2. Krieg ein Leben. Du kriegst einen Schaden. Ich hätte eine Karte. So, und dann hast du nur eine Kreatur, ne? Die hat keine Lebensverknüpfung. Die hat keine Lebensverknüpfung. Ja, 2 Menschen hast du gerade gemacht, die können nicht angreifen. So. Ja, okay. Das haut mich ziemlich aus den Socken.
2, 3. Ich block mal den Lurus. Mhm. Ja. Dann stirbt er. Ja, hier stirbt mein General. Nee. Und wie viel? Der überlebt. Ah, der überlebt noch. Ja, okay, noch. Gut. Ich noch 3. 1, 2, 3. Wie viel Schaden bekomme ich? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, okay. Gut, dann ist es ein 1-1. Ich kann auch wohl nochmal mit dem Ziehen dieses Läufers nochmal ein bisschen hinterher schießen. Ja. Wenn du willst. Gut. Ja, es hat schon gereicht. Alles klar. Gut. 1-1. Ja, wenn dein Deck erstmal läuft, ne? Also ich muss schon stark starten und meine Startern sah nicht so gut aus. Aber einen Mulligan habe ich mich nicht getraut zu nehmen, weil ich einfach zu feige bin. Super. Ja. Das war einfach die Sache. Habe ich mich nicht getraut. So. Hätte ich aber vielleicht machen müssen einfach. Praktisch keine Kreaturen. Ich hatte nur den Offizier da auf der Hand. Den anderen 2-3 habe ich nachgezogen. Das ist nicht das, was das weiß-schwarze Menschendeck machen werde. Da muss ein bisschen mehr Druck kommen. Auf jeden Fall hier. So. Aber ein Matchup. Ein Duell gibt es ja noch. Ja. Ich hoffe, dass die Menschen jetzt für sich entscheiden. Ich hoffe nicht. So. Ja, das +1/+1 ist schon nervig. Und dann noch die Glücksritterin, die sagt, gerade oder ungerade. Und ich habe nur 4 Kreaturen, die ungerade sind. Sonst sind alle Karten gerade. Wenn du diese raus hast, ne, muss ich auch einer der 4 Karten ziehen, sonst ist es vorbei. Kannst einfach durchlaufen. Verrat mir ruhig dein Deck, das ist ja wunderbar. Das weißt du auch sowieso schon. Finde ich toll. Weißt ich du, möchte du anfangen. Kennst das doch ich schon. Möchte anfangen. Super. Die Menschen wollen Rache. So. Das fing gut an und dann kommt kein Land. Das soll doch nicht sein, oder? Kein Land geht ja gar nicht. Das kann natürlich passieren, aber das macht uns nicht glücklich. 1-1 steht's. Wir wissen, es wird gleich 2-1 stehen. Frage ist nur, für wen? Ja, das schön, dass du auch einen Mulligan nimmst, das finde ich ja gut. Das ist, oh, okay. Das ist Fairness, das ist gespielte Fairness ist das. Genau. Nur für dich habe ich das jetzt gemacht. Das ist super. Das finde ich super. Damit das hier ein ausgeglichenes Matchup ist. Ja, genau. Das wollen wir auch alle sehen. Macht ja keinen Spaß, wenn jetzt einer hier nichts zieht. Ja. Ja. So. Nee. Ja, du kannst dich ja da durchcyclen. Das musst du auch nochmal mal liegen nehmen. Mhm. So machen wir das. Was ist denn mit den anderen beiden Karten auf dem Tisch? Das ist mein Gefährte. Ja, muss also deutlich reden, sonst hört man dich nicht. Sideboard-Karte. Gefährte. Ja, ist der Lurus. Genau, und das da drunter ist einfach nur so eine Karte, wo man den drauflegt. Legen kann, wenn man will. Genau. Was ich tue. Mhm. So, möchtest du es abnehmen? Natürlich. Die zweite Hand war schlecht. Zweiter Mulligan. Wieso hast du keinen Mulligan genommen? Das heißt, ich dachte, das sollte zwei, eh sein. Zwei Karten musst du gleich weglegen. Ja, Hauptsache die Menschen gewinnen. Ganz egal wie. Alles, was ich vorher gesagt habe, war nur gelogen. Zwei Karten weg? Ja. Ich spiele aber auch Menschen. Ja. Die eine Karte. So sei es. Zack. Ja. Ebene Go. Eben noch. Go.
Noch eine Ebene. Und go. Zier. Gebirge und dranitische Feuerstecherin. Mhm. Wenn ich dann gerade das Cycle für CD anschauen zum Zug, dann bist du. Ja. Sumpf. General Kudro. 3-3, legendäre Kreatur, Menschsoldat, andere Menschen, die ich kontrolliere, halten +1/+1. Immer wenn General Kudro von Dranit oder ein anderer Mensch unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, schicke eine Karte deiner Wahl aus einem Friedhof eines Gegners ins Exil und für 2 beliebige Mana und opfere 2 Menschen, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke 4 oder mehr. Du. Ganz sicher. Mhm. Spielen eine Ebene. Und dann zeige ich mal Gedächtnisverlust. Mhm. Chris und Charme. Ich ziehe eine Karte. Für 2. Noch eine dranitische Feuerstecher. Da musst du. Ich schieße dich jetzt einfach durch. Ja, ich merke das schon. Ich merke das schon. Mhm. Für 3. Mythos von Nitrui. Ich zerstöre eine Kreatur meiner Wahl. Und dann greift der General an. Für 3. Ja. Bist du. Dann tappe ich hier eine Karte. Spiele eine Ebene. 2 davon sind doch zu böse. Ja, für 3. Eigentlich wollte ich den Mythos nicht auf den dranitischen Feuersprecher ansprechen. Wo ist den Lurus auf die Hand, damit genau. Du sie nachher wiederholen kannst, so eine Schweinerei. Für 1. Zeig gleich nochmal so einen Gedächtnisverlust. Das ist ein Schaden. Zieh eine Karte. Und greif dich an. Komm ich 2. Dann bist du. Okay. Zieh eine Karte. Eine Ebene. Dann kommt für... Schwarz-Weiß. Ein Vollstrecker des Generals. Stärke 2, Widerstandskraft 3. Legendäre Kreaturen, die ich kontrolliere, haben Unzerstörbarkeit. Hat mein General Unzerstörbarkeit. Trigger des Generals. Immer wenn General Kudo oder ein anderer Mensch unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, schicke eine Karte deiner Wahl aus dem Friedhof eines Gegners ins Exil. Ich schicke natürlich die dranitische Feuersprecherin ins Exil, damit du die gleich mit los nicht wiederholen kannst. So, dann... Grab General Kudro an. 1, 2, 3. Dann für 2. Ein Offizier des Kontrollpunkts. Stärke 1, Widerstandskraft 2. Der General gibt übrigens Menschen +1/+1. Ne? Passiert das nochmal? Das passiert jetzt nochmal. Das heißt, wir nehmen noch eine Karte aus dem Friedhof ins Exil. Und für 2 Mana und tappen eine Kreatur deiner Wahl. Du bist dran. Sieht doch schon besser aus jetzt hier. Kommt natürlich der Los. Ganz toll. Lies ihn vor. Ja, genau. Lebensverknüpfung 3-2 und immer während jedes deiner Züge kannst du einen bleibenden Kartenzauberspruch mit unbegrenztem Mana Kosten von 2 oder weniger aus deinem Friedhof wirken. Mhm. Zeitlich. Gedächtnisverlust. Nicht schön. Kriege einen Punkt Schaden. Du ziehst eine Karte. Mhm. Icke. Das gut. Ist ekelhaft. Schön. Karte ziehen. Zauberenergie legen. Ein schwarzes, ein beliebiges. Herzloser Akt auf den Lurus. Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, auf der keine Marke liegt. Da geht der Lurus in den Graveyard. Dann greifen dich die Menschen an. Die haben alle hier, die beiden haben +1/+1, also erst 2-3, erst 3-4, erst 3-3 unzerstörbar. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nochmal rechnen, hier sind 3, 6, 7, 8. Ja, korrekt. Alles klar, dann bist du.
Und eine Feuerstecherin. Ach, Mann, Odo. Für eins zeige ich den Hinterhalt. Kriegst du zwei Schaden. Okay. Zehn Karte. Dann bist du. Okay. Für zwei tappe ich dir eine Feuerstecherin weg. Ja. Für drei schieße ich dir eine Feuerstecherin weg. Dann möchte ich erst nochmal genau Blut zeigen. Und dann greifen dich die beiden an und machen 6 Punkte Schaden. Reicht leider. Booyashaka, Booyashaka, Menschen haben gewonnen! Menschen gewinnen gegen Cycling! 2-1. Da sagen wir, ja Mensch, das hätten wir ja nicht erwartet. Das Zeitalter der Menschen ist da. Abgeriebene Zuflucht hast du noch gehabt. Hättest du noch mal mehr Schaden machen können, so gesehen dann da. Aber so hat ja... Ich hatte noch einen Zenit, aber... Ich hatte gutes Removal auf der Hand und habe dann Kreatur nachgezogen. So wie das halt sollte. Du hast auch einen Mulligan auf 5, aber ein bisschen lucky dürfen die Menschen ja auch sein. Das war gut. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es dann gefallen. Es war ein richtig spannendes Matchup. Wobei ich denke, wenn man viele Games macht, dann wird Cycling sehr wahrscheinlich doch stärker sein. Auch wenn es jetzt nochmal ein schönes 2-1 für die Menschen war. Das zeigt auch nochmal, dass man sich aus... nur aus Ikoria auch nochmal wirklich ein starkes Deck bauen kann. Das Deck besteht ja nur aus Ikoria-Karten. Ne? Hier, heute geht es hier noch weiter. Schaut euch gerne auch nochmal die Duelle auf den YouTube-Uploads an. Wir gehen gleich mal kurz in die Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.